Seit dem Ausbruch der Corona-Krise Mitte März hält sich Königin Elizabeth II. Mit ihrem Gemahl Prinz Philipp zusammen mit einigen Angestellten im Schloss Windsor auf, um eine Ansteckungsgefahr mit dem Virus so gering wie möglich zu halten. Die 94-Jährige und ihr 99 Jahre alter Ehemann gehören zur Risikogruppe. Derzeit gönnt sich die Monarchin jedoch eine Auszeit in Balmoral Castle in Schottland. Laut Insidern soll sie dort noch bis Oktober bleiben, da die aktuelle Lage aufgrund der Pandemie noch zu kritisch ist. Nun wird spekuliert, ob die Königin überhaupt wieder für längere Zeit in den Buckingham Palace zurückkehren wird. Immerhin ist dies die bislang längste Zeit der Abwesenheit vom Palast, wie die Sunday Times berichtete. Repräsentative Auftritte der Königsfamilie müssten monatelang im Voraus geplant werden. Die Queen wird nur an wenigen Veranstaltungen teilnehmen, wie zuletzt bei einem Ritterschlag, den sie nur durch Einhaltung der strengen Corona-Vorschriften ausüben konnte. Doch während sich Königin Elizabeth aufgrund der Krise rar macht, nehmen Charles und Camilla sowie William und Kate mehr öffentliche Termine wahr.